Moin moin und herzlich willkommen zu Hardcore Colonization und damit dem Samstagabend-Stream. Ich hoffe, ihr hattet alle eine schöne Woche und seid gut ins lange Wochenende gestartet. Und ja, wir machen da weiter, wo wir aufgehört haben, nämlich mit einem ganz formidablen Sonnenaufgang und etwas anderen Wolkenformationen, weil ich habe mal meine Mods brav geupdatet. Hier zieht wohl auch gerade eine Wolke drüber. Ja, und was haben wir heute vor? Wir haben heute vor allen Dingen vor, das Minmus-Programm abzufackeln. Aber erstmal hallo an den Elo, den Eidgenossen, den Neo, den Smash, den Phantom, den Serum 03, den Proxy, den Toaster, den Thorsten, den Mickey, hatte ich dich schon? Wahrscheinlich noch nicht. Den D-Medic und den Kelvin und den Elsep und alle, die sonst noch schon da sind. Ja, wir toben heute mal ein bisschen rum und als allererstes Mal müssen wir kurz was in den Verträgen aufräumen. Ich habe mir das nochmal angeguckt. Ich hatte ja dieses Rotate the Crew of Kerbin Space Station angenommen. Das habe ich leider noch angenommen, als der Tourist Nico Kerbin noch oben auf der Station war. Damit ist die Mission nicht erfüllbar und deshalb cancel ich sie jetzt gleich mal, dass sie uns nicht den Slot versaut. Das ist nicht schön und da ist, ne, der Gene Kerbin auch ein bisschen enttäuscht von uns, aber es hilft ja nichts. Wir können das ja nicht machen. Stattdessen suchen wir uns mal was anderes raus und gucken mal, was es da so gibt. Also es gibt auch, ach guck mal, ihn gibt es dann nochmal. Jetzt halt auch im Dings, aber da warten wir mal noch. Der wird wohl wieder öfter kommen. Müssen die ja nicht gleich nach ein paar Tagen wieder abholen. Die sollen jetzt erstmal da ein bisschen auf der Raumstation wohnen auch. Die Minmus Space Station wäre verfügbar und würde uns auch nicht Kohle bringen. Aber was mich interessiert, ist natürlich hier unten den Biomscan vom Mann zu machen. Wir haben ja jetzt aktiv, dass wir den Low-Resolution-Scan von Minmus machen. Der ist auch schon relativ weit fortgeschritten. Der müsste bald fertig sein. Wir haben einen Biomscan von Kerbin zugesagt. Und was ich überlege, ist jetzt einfach zu sagen, wir nehmen auch den Biomscan vom Mann schon mal an, schießen uns einen Satelliten hoch, der das auf Kerbin macht. Und wenn wir mit Kerbin fertig sind, schießen wir den einfach rüber zum Mann und machen da mit dem gleichen Satelliten auch noch die Multispectral-Scans. Dann haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe und den Satelliten haben wir auch schon fertig gebaut. Das heißt, das würde ich jetzt mal anfangen als allererstes, weil das braucht ja eh Zeit, bevor wir die Minmus-Mission starten, dass wir einmal den Satelliten vorbereiten und hochschießen schon mal und mit Kerbin anfangen und dann mit dem Mann weitermachen. So, und dann möchte ich euch noch meine Minmus-Crew vorstellen. Die habe ich nämlich schon angeheuert, damit ich das nächste Mal den Michael nicht so sehr verwirre und euch auch nicht mit irgendwelchen Pausen und plötzlich heißen Kerbels anders und alles drum und dran. Ich habe nämlich eine Minmus-Crew zusammengestellt und das ist der Fischkopf Kerbin, der wird als Pilot mit an den Start gehen. Der Theo Kerbin ist als Ingenieur mit dabei. Svensson Kerbin als unser Wissenschaftler, der zuständig sein wird für die Minmus-Mission. Mercury Kerbin als Farmer, denn ich möchte auf Minmus das erste Mal mit den neu erforschten Biologiesachen auch längerfristig mal versuchen, Essen anzubauen, ob wir das hinbekommen. Dann haben wir Yannickai Kerbin, ein weiblicher Kerbel als Geologin und Magnus Kerbin auch noch ein weiblicher Kerbel als Mechaniker. Das sind Erkenntnisse, die haben wir von unserer Raumstation natürlich gewonnen. Da ist ja unser Medic das erste Mal mit oben und der hat festgestellt, wenn ein paar Frauen mit in der Crew sind, wir haben ja Diana Kerbin, glaube ich, mit auf der Raumstation derzeit, dann ist die Stimmung einfach besser. Und deshalb haben wir für die Minmus-Mission, da die Leute ja da auch ein bisschen weiter weg sind und länger brauchen, um hinzufliegen und wieder zurückzukommen, mal zwei Frauen mitgenommen, einfach um ein bisschen mehr Sozialleben bei den Kerbels zu fördern. So, jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Die Mission haben wir ja angenommen. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach mal die Rakete an den Start, die wir eh schon hatten, nämlich den Moonscansat. Da ist er. Jawohl. Nee, halt. Entschuldigung. Den Minmus-Scansat, richtig? Aber das ist wahrscheinlich der Minmus-Scansat, den ich einfach nicht umbenannt hatte beim Start. Korrekt. So. Und den nennen wir jetzt mal Kerbin Moon-Scansat. Und was der nicht braucht, ist diesen Scanner hier. Den können wir uns sparen. Und der braucht auch nicht dieses Teleskop. Auch das können wir uns sparen. Denn das Ding ist eigentlich einfach nur dafür da, ein bisschen Forschung zu betreiben. Das Thermometer lasse ich mal dran, das frisst ja kein Brot.
kostentechnisch und ist mal gut, um mal ein Science-Experiment abzufeuern. So, Delta V haben wir mehr als ausreichend, dass wir eigentlich einen Polarorbit schaffen müssten und damit auch noch immer rüber zum Mond gehen können, um da auch nochmal von, ja, im Prinzip von einem Polarorbit in den anderen zu wechseln. Das kriegen wir hoffentlich alles hin. Ja, und ich würde sagen, wir starten das Teil jetzt einfach mal, damit wir möglichst schnell mit der Minmus-Geschichte beginnen können. Thrust-Weight-Ratio ist sauber eingestellt, wo man die wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen runterziehen könnte, aber hey, na, das wird wohl hoffentlich alles reichen. So, hatte ich hier Action Groups eingestellt? Ich hoffe, ich hatte auf der Bremse Solarpanels und Antenne. Sehr schön, das ist gut. Ja, dann spricht ja da nichts dagegen, das Teil in den Orbit zu zimmern. Und wir starten diesmal direkt in Richtung Norden, um einen Polarorbit direkt zu fliegen. Das kürzt die Sache nämlich ein bisschen ab und wir müssen nicht später irgendwelche Sachen machen. Das kostet natürlich ein bisschen mehr Sprit, aber die Rakete war ja doch unwesentlich überdimensioniert. Von daher sollten da keine Probleme auftreten. So, also feuerfrei mit unserer ersten Rakete des Abends und damit dem offiziellen Start in den coolen Teil des Wochenendes. So, Abflug und ich versuche schon mal ein bisschen Neigung Richtung Norden reinzubekommen, dass wir schon mal direkt die Richtung so ein bisschen vorgeben, bevor das Ding zu schnell wird, weil nachher, das hatte ich letztes Mal gemerkt, wird es ein bisschen schwierig, das noch zu drehen, weil die Rakete leider auf dem Feststoffbooster sehr, sehr schnell ist. So, währenddessen kommt auch schon die Frage nach dem wichtigsten Thema des Abends. Oh, jetzt schwankt es hier aber so ein bisschen. Hält sich aber. Was gibt's heute zu trinken? Ja, was gibt's heute zu trinken? Nachdem ich die letzten Livestreams immer sehr bierlastig unterwegs war, habe ich mich heute mal wieder für einen Whisky entschieden. Und zwar einen irischen Single Malt, den Kilbeggan. Da war noch ein bisschen was in der Flasche drin. Das habe ich jetzt mal einem guten Nutzen überführt. In diesem Sinne, Prost. So, ich hoffe, ihr habt auch was Leckeres zu trinken. Die Minderjährigen unter euch natürlich hoffentlich irgendwas Alkoholfreies. Und die anderen Herren hoffentlich was Leckeres. So, das Ganze habe ich natürlich ergänzt durch etwas Wasser, damit ich auch am späteren Verlauf des Abends noch flugfähig bin. Denn wir werden heute ein bisschen überziehen. Wir werden heute nicht nur die 2 Stunden machen, weil ich brauche ein bisschen Material für YouTube für die Woche. Denn ich werde nächstes Wochenende und auch einen Großteil der Woche nicht da sein, sondern mich auf dieser Zombie-Apokalypse rumtreiben. Dementsprechend auch schon mal die Vorwarnung, es gibt nächstes Wochenende keine Livestreams, einfach weil ich nicht da bin. Es ist tatsächlich so simpel, wie sie es anhört. So, wir haben Burnout und können jetzt, glaube ich, mal ganz geschmeidig den Zap machen. So, ich mache eine kleine Korrektur richtungstechnisch, damit wir wirklich auf dem Polarorbit landen. Oh, das war gefährlich. So, aber Bremse an. Bremse an. Oh, hat's alles weggerissen? Sehr erfolgreich. Sehr erfolgreich, dieser Sepp. Der hat tatsächlich die Antenne und die Solarpanels weggerissen. Da werden wir nicht allzu weit mitkommen mit der Rakete, ne? Ach, Menno, da hat irgendwas mit dem Fairing nicht gestimmt. Das hat's uns zerhauen. Ärgerlich, aber ist halt so. Und mit ohne Strom kommen wir nicht besonders weit. Ja, es gibt eine Homepage für dieses Zombie-Event. Rocket Beans hat da auch mal was zu gemacht. Ja, ich glaube, ich gehe mal zurück zum Space Center. Das Ding können wir abstürzen lassen. Da müssen wir nochmal gucken, was da los ist in dem Staging. Das ist nicht so gut. Sucht einfach mal nach Lost Ideas, heißt die Veranstalterfirma, glaube ich. So, und wir gucken jetzt mal. Das da kann weg. Das da kann alles weg. So, jetzt müssen wir mal gucken, was da schiefgelaufen ist. Irgendwas war da schlecht. Irgendwas war da sogar richtig schlecht daneben. Clamshell Deploy, okay. Aber warum hat das so. Trust Structures, nö. Interstage Nodes brauchen wir auch nicht. Ich gebe ihm einfach mal ein bisschen mehr Ejection Force. Und wir machen dann mal einen kurzen Engine Cut-Off, um das Fairing loszuwerden. Zum Glück war das ein relativ preiswerter Spaß, den wir da gerade hatten. Aber ja, ich war nicht ganz Progate und wahrscheinlich war das Problem,
dass ich noch Vorwärtsschub gegeben habe. Aber was mich gewundert hat, ist auch, das Fairing ist nicht in zwei Shells zerfallen. Es ist einfach zusammenkleben geblieben. Das war jetzt ein bisschen eigenartig. Gut, aber wir probieren das einfach gleich nochmal. In diesem Sinne, feuerfrei Nummer 2 für den gleichen Satelliten. Genau, morgen kommt natürlich noch ein Stream. Morgen kommt noch ganz gewohnt Hardcore Kerbal um 15 Uhr zum Kaffee trinken, so wie ihr es kennt. Aber nächste Woche kommt weder am Freitag noch am Samstag noch am Sonntag ein Stream, weil ich da nicht da bin. Aber es kommen dann halt die Aufzeichnungen von genau dem, was wir jetzt gerade machen, auf YouTube. Deshalb machen wir heute ein bisschen länger. Dann habe ich ein paar mehr Folgen. Dann ist auch ein bisschen was für die anderen Leute noch zu gucken, die sonst leiden müssen und warten, dass ich mal irgendwas tue. So, jetzt machen wir das hier nochmal. Und wie gesagt, diesmal machen wir sauber außerhalb der Atmosphäre erst unsere Fairing Separation. Und wir machen während der Fairing Separation auch mal den Antrieb aus, dass da eigentlich nichts Schlimmes passieren darf. Wir sind ein bisschen schräg unterwegs, aber schauen wir mal gleich, wie sich das so anlässt, wenn wir in Richtung Orbit kommen. So, der Gravity Turn funktioniert eigentlich ganz gut. Ist ja schon mal schön. So, also 6 Stunden Livestream werden wir heute nicht machen, aber ich denke mal, wir werden so, also bis 11 bestimmt, vielleicht sogar bis 11:30 machen, ne? 3 Stunden vielleicht. Mal gucken, 2,5 bestimmt. Vielleicht sogar 3. Gut, das kommt jetzt auch ein bisschen darauf an, wie gut das hier mit diesen vermaledeiten Satelliten klappt. Das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, dass der hier so Probleme macht. So, wir sind aber gut unterwegs. Es verbrennt auch nichts. So. Okay. Wir haben einen Burnout, das ist gut. Dann machen wir jetzt mal unseren Stage-Sap, dass wir schon mal weg sind und ziehen uns gerade auf den Polarorbit. So, und wir warten jetzt noch, dass wir hier tatsächlich rausgehen. Wir müssen eh auf 250 Kilometer hoch für unseren Satelliten. Von daher können wir noch ein bisschen Gas geben. So. Alles gut. So, jetzt sind wir relativ gut auf der Polarebene unterwegs. Vielleicht noch ein bisschen hier rüber. So. Und jetzt machen wir mal kurz aus. Wir sind jetzt im Weltall. Jetzt sollte eigentlich nichts mehr passieren. Ah, Gott sei Dank. Okay. Jetzt alles anmachen. Sehr schön. Okay, jetzt ist das alles schon ein bisschen schöner. Und wir können unseren Orbit weiter fortsetzen, wenn wir schon mal dabei sind, weil wir jetzt das haben, was man so braucht, um Satelliten zu betreiben, nämlich Strom und eine Antenne und so Zeug. So, und ab 3 Stunden Streamzeit muss ich eine Pipi-Pause machen. Also ich muss keine Pipi-Pause machen. Ich habe mich da so weit unter Kontrolle, dass ich auch 3 Stunden durchhalte. Und wir machen einfach nach 3 Stunden Schluss. Dann muss hier keiner aufgrund fehlender Biofunktionen zusammenbrechen. So, das war jetzt schon fast ein bisschen viel, aber das können wir ja so lassen. Das ist jetzt, müssen wir nicht päpstlicher sein als der Papst, was den Orbit angeht, beziehungsweise wir können ein bisschen gegensteuern. So. Und den schon mal in die Breite ziehen. Wir haben deutlich, deutlich genug Delta V noch, um nachher den Transfer zum Mond auch noch zu machen. Also wir müssen jetzt noch ein bisschen Gas geben, um unseren Orbit gerade zu ziehen. Aber auch das werden wir wohl hinbekommen. Da bin ich unbesorgt. Und gleich können wir hier auch unseren Scanner starten. Sobald wir. Jetzt wird es wieder ein bisschen viel. Sobald wir hier im Orbit angekommen sind, können wir das so noch korrigieren? Ja. Ui, das ist jetzt. Sowas sollte man üblicherweise nicht machen, weil das ist fürchterlich ineffizient. Aber hey, ne? Wir haben es ja. Und wir wollen ja, dass der Orbit vernünftig ist und wir auf der 250 Kilometer Apoapsis landen. Deshalb behalte ich da jetzt auch mal ein Äugchen drauf. So, zack. Gut. Jetzt können wir Prorate gehen. Sehr schön. Also, insgesamt haben wir sogar in der Stufe wahrscheinlich noch genug, um zum Mond rüber zu fliegen. Und dann in der letzten Stufe immer noch mehr als genug, um Korrekturen zu machen. So. Sehr schön. So, gut, ja. Wie gesagt, heute unser Erstkontakt mit Minmus in bemannter Form, hoffe ich zumindest. Das wird interessant, weil wir das erste Mal einen relativ langen Flug machen mit der Habitation und allem. Das heißt, da müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir genug Puffer auch dabei haben an Habitation und so. Und wenn das gut klappt und wir eine schöne Stelle finden, dann natürlich auch mit der Intention, die erste Basis in Richtung Kerbin zu bringen. In Richtung Kerbin, sage ich schon, in Richtung Minmus zu bringen, um dort
uns einzurichten und Forschung zu betreiben. Und natürlich auch zu üben, wie das so ist mit Pflanzen anbauen. Also wie man damit Essen erzeugen kann. Das wäre nämlich mal ganz spannend, wie das so funktioniert. Das ist ja das, was wir Lois freigeschaltet haben, nämlich diese Agrikulturteile, heißen sie, glaube ich, mit denen man aus Dünger und dem Mulch wieder was zu essen machen kann. Und ja, das ist ja prinzipiell nicht komplett unspannend. Meine Boomasis hatten auch eine ganze Weile Live-Support, nämlich 154 Tage haben wir noch Live-Support und Homesickness ist noch 256 Tage weg. Habitation ist momentan auf 182 Tagen. Also da sieht es noch ganz gut aus im Moment. So, wir sind also, was das angeht, relativ safe. Die Space Station ist auch in einem guten Zustand. Wir haben also ausreichend Zeit, uns damit zu beschäftigen und fliegen jetzt auch schon über den Nordpol hinweg, wo es auch schöne Polarlichter zu sehen gibt. Ah, sehr schön. Sightseeing quasi. So, und dann schmeißen wir gleich unseren Scanner an. Ich glaube, das können wir jetzt langsam mal machen. Dann, wir sind auf der entsprechenden Höhe angekommen von 250 Kilometern. Da müssen wir uns jetzt nicht mehr schämen. So, ich mache kurz den Antrieb aus, dass wir einmal komplett auf die Apoapsis hochgehen. Und ich vermute mal, dass jetzt auch schon die ersten Scanbilder gerade reinkommen. Stromtechnisch sieht das gut aus. Das können wir uns also leisten, das zu machen. Und dann lassen wir den hier nämlich einfach rotieren, umkurbeln auf seinem Orbit, während wir uns mit der Minmus-Mission beschäftigen. So. Das weiß ich nicht, was da rauskommt. Ob das Kartoffeln sind oder sowas. Da habe ich keine Ahnung. Es steht in der Anleitung nur Supplies und später gibt es wohl auch Advanced Pharma-Kram. Aber deshalb haben wir ja einen Farmer mit dabei, der sich das alles angucken kann. So, unser Scanner läuft. Ich guck mal, ob wir schon die ersten Bildchen bekommen haben. Was müssen wir da einstellen? Overlay. Ich glaube, da gibt es auch eine größere Map, ne? Ja. So, Celestial Body ist Kerbin und wir wollen den, weiß ich gar nicht, Map Type ist das, ne? Map Type Biom scannen. Das ist das, was wir jetzt gerade machen. So, und da müssten wahrscheinlich die ersten Bilder jetzt schon eingetroffen sein. Mal gucken. Weil wir sind ja so hier. Ja, guck mal, da sind so die ersten Sachen, haben wir schon gescannt. Okay, also wir sind dabei, hier das Northern Ice Shelf abzuscannen. Mal gucken, was da so bei rumkommt insgesamt. Aber dann lassen wir ihn jetzt einfach mal machen. Der ist dabei. Da unten ist Kerbin. Und wir haben eine schöne Position auch, dass wir eigentlich wahrscheinlich immer Sonnenkontakt haben werden. Zumindest eine ganze Zeit lang. Gut, und dann können wir zurück ins Space Center, würde ich sagen. Und uns damit beschäftigen, wie wir mal eine erste Initialcrew. Wir fliegen natürlich nicht sofort mit allen los, aber so eine erste kleine Crew nach Minmus bekommen. So, das heißt, hier läuft jetzt hoffentlich unser Biomscan. Genau, der hat 0%. Biomscan vom Mann machen wir dann auch mit der Kiste, wenn wir rüberfliegen. Der Low-Resolution-Scan von Kerbin, sage ich schon, von Minmus ist auch bei 61%. Aber wir haben da immer noch den Mondtouristen, das müssen wir irgendwann mal machen, wahrscheinlich wenn wir die Basis erweitern. Ja, und wir stürzen uns jetzt mal hier auf das plus das, nämlich Minmus entdecken und das Minmus-Programm absolvieren. So, gucken wir mal, was wir für Teile haben. Auf jeden Fall bauen wir uns mal eine neue Rakete. Das Schöne ist, wir haben jetzt den vernünftigen Command Pod. Ich glaube, ich würde dazu tendieren, auch mal mit dem zu arbeiten jetzt, so dass wir mit drei Kerbals eigentlich fliegen können. Ich befürchte aber, ups, der Minmus Lander ist das. So, ich befürchte aber, dass der nicht besonders viel Habitation hat. Nö, der hat nämlich sage und schreibe 7 Tage. Damit werden wir natürlich nicht besonders weit kommen. Das heißt, wir müssen uns dafür dann auch noch was überlegen, dass wir so eine Art, ja, Crew-Modul haben, in dem wir ein bisschen Habitation erzeugen. Auf jeden Fall brauchen wir aber erstmal ein Hitzeschild, damit wir mit dem Ding später auch wieder eintreten können. Also das wird hier unsere Kapsel, mit der wir fliegen, wo unsere drei Kerbals drin unterwegs sind. Und die braucht dann sinnigerweise natürlich auch Fallschirme. Könnten natürlich auch mal die Real Shoots nehmen, wo wir sonst immer die anderen haben.
Zack. So, mal gucken, dass wir hier nicht die Fenster zukleben. Die Tür aber auch nicht. Das ist ja doof. So ist natürlich das Fenster verdeckt, ne? Wie wäre es denn so? Ich glaube, das ist eine gute Alternative. Was haben wir denn? Ach, wir haben nur diese kleinen Docking Ports bisher. Das ist ja ärgerlich. Jetzt hatte ich gedacht. Warte mal, ich kann noch Tweak Scale anwenden, oder? Vielleicht. LED-Status. Nee, kann ich nicht. So, okay. Das fällt dann also schon mal flach. Was machen wir denn da? Machen wir doch was anderes. Wir machen da oben einen. Ach, den runden Fallschirm habe ich auch noch nicht. Na gut, dann nehme ich das nochmal zurück. Passt auf, dann machen wir das folgendermaßen. Wir gucken mal, ob wir ein entsprechendes Strukturteil haben. Das sieht doch gut aus. Zack. Man kann mit der Maus auch einfach so ranzoomen, indem man den mittleren Mausknopf gedrückt hält, ne? Nur mal so als Tipp. Aber Shift funktioniert natürlich mit Mausrad auch. Aber ihr könnt auch einfach das Mausrad gedrückt halten und die Maus vor und zurückziehen. Dann kann man auch hin und her zoomen. So, das ist natürlich gar nicht so hübsch, aber wir können dann einen Dockingport da oben drauf bauen. Zack. Oder habe ich eventuell unter Construction schon größere? Ne, da habe ich auch nur die Juniors bisher. Okay, gut. Das wird unsere Kommandokapsel. Wir könnten das mit was Sinnvollem belegen, glaube ich. Haben wir schon irgendwie? Nicht wirklich. Schade. Okay. Dann nehmen wir doch. Ah, wartet mal. Der ist ein bisschen formangepasster. So. Zack. Sehr schön. Gut, und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir irgendwas ranbekommen an die Kiste, damit wir da ein bisschen Habitation rauskratzen können. Ich könnte an den Konus natürlich die Fallschirme ranbauen, ja. Aber so ist auch okay. Das geht schon. Werden sie auch ein bisschen besser durchgeschüttelt. Ja, ein ganzer Hitchhiker, weiß ich nicht. Ich guck mal, was wir so nehmen. Life Support ist es, glaube ich, nicht. Nee, das sind die Recycling-Module. Es gab hier so einen etwas kleineren. Weil theoretisch. Achso, da müsste ich natürlich mal noch OND-Coupler dazwischen tun. Damit wir das auch loswerden können später. Zack. Zack. So. Damit hätten. Warum ist da ein atomares Zeichen dran? What? Ach, das macht Strom. Wahrscheinlich über Halbwertszeit ist immer ein guter Hinweis für Nukular. So, dann haben wir 70 Tage. Das sollte eigentlich ganz gut hinhauen, oder? Wenn wir unterwegs sind. Und der Irritation X ist jetzt auch ein Carbonaut. Willkommen. So, 70 Tage Habitation, um nach nach Minmus und zurückzufliegen, das sollte eigentlich passen. Undo kannst du mit Ctrl-Z ist es, glaube ich, machen. Oh, das war ein bisschen viel Undo gerade. Genau, also mit Ctrl-Z könnt ihr Undo machen, wenn das da gerade die Frage war. Genau, also, damit haben wir schon mal genug Habitation. 70 Tage, ja stimmt, bei 5 Kerbals mit 3 sind es 117. Das ist, und wir fliegen ja nur mit 3. Das heißt, das sollte uns ausreichen. Dann braucht man noch ein bisschen Fuel, um auch irgendwo hinfliegen zu können. So. Habe ich schon diesen Pudel? Und das gibt uns, sage und schreibe, 1181 Delta V. Das sollte eigentlich ganz gut hinhauen. So. Jetzt kommt der spannende Teil. Wir machen das nämlich wie die coolen Leute. Das ist. Ich will gar keinen Dingsbums haben. Gar keinen. Ha. Gut, vielleicht machen wir es auch einfach in zwei Teilen. Ist ja auch nicht so wild. Ich will nämlich eine Landefähre mitnehmen, mit der ich runter kann.
Aber die müsste ich natürlich da irgendwie drauf bauen. Aber ich kann sie natürlich auch einfach ganz unapolloartig schon direkt mit oben drauf packen. Ist halt nicht schön, aber hey. Zack. So. Schwupp. Ah, kein Skycrane. Da brauchen wir keinen Skycrane für sowas. Das ist doch nur Minmus. Das machen wir ordentlich. So. Zack. Und dann bauen wir hier so einen kleinen Antrieb drunter, damit wir Platz haben nach unten. Dann müssen wir nochmal gucken, dass wir die Beine ein bisschen verschieben wahrscheinlich. Oder habe ich größere Schlappen, die ich ranmachen kann? Micro Landing Stabilizer. Ich guck mal, ob es mit denen hier besser geht. So, das sieht doch schöner aus. Da haben wir ein bisschen Platz. So, wo ist unsere Tür? Da ist unsere Tür. Dann machen wir das mal noch symmetrisch zur Tür. Zack. Und wir wollen die natürlich eingefahren starten. So, damit haben wir das. Hier ist Monoprop drin, oder? Da ist Monoprop drin. Dann kriegen die Dinger natürlich auch ein bisschen Monoprop-Möglichkeit, das zu nutzen. Aber nicht über unser Schild. So. Ja, schön asymmetrisch. Asymmetrisch ist schönstes symmetrisch. Na gut, doch übers Schild. Die Asymmetrie stört mich mehr als das mit dem Schild. Gut, hier auch nochmal Truster Blocks ran. Keiner vor der Tür, das ist schön. So, damit haben wir jetzt das hier. Jetzt müssen wir aber mal gucken, dass wir das auf jeden Fall autostrutten. Sonst geht das fürchterlich in die Hose. Und dann schauen wir mal, ob wir hier ein Fairing gleich drumherum bringen können. Aber vorher einmal Heatshield bei Minmus zum Wiedereintritt. Der Länder hier hat ein Heatshield, also das Ding hier, Heatshield. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ich gehe aber gleich auch nochmal die Checkliste durch. Also auch da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Ich habe ja aus Schmerzen gelernt, hoffe ich zumindest. So, und dann machen wir hier nochmal eine Stufe, die uns hoffentlich rüberbringt. Zack. So, jetzt müssen wir mal hier gucken. Das Teil hier hat Live Support mal kurz aus. Das Teil hier hat Zack. So,